Moin Moin, herzlich willkommen Leute, LS22, physischer Marsch natürlich. Weiter geht's mit Hexeln. Mal gucken, ob wir heute auch schaffen, den Big M mal wieder loszuschicken. Der wartet ja auch schon länger auf seinen Einsatz. Wir haben noch erntereifes Grasfeld am Hof und erntereifes Luzernefeld, das dringend mal gemäht werden muss. Und dann, da muss man sich vorstellen, seit heute Morgen in-game um 6 Uhr oder 5 Uhr, weiß ich nicht, spielen wir in der Geschwindigkeit mal 1. Und jetzt merken wir so langsam, okay, komm, wir schaffen alles, was wir müssen. Aber es wird natürlich mit dem Laufe der Jahre immer knapper, ne? Alles in der normalen Spielzeit noch zu schaffen. Also mit mal 5 wäre nicht dran zu denken. Dann hätten wir nachher Probleme, würden die Ernte nicht schaffen. So, John Deere ist der Hofsilobefüller und hoffentlich, wenn er gleich wiederkommt, klappt es dann auch ein bisschen besser hier. So, der schafft das schon. Dann würde ich jetzt einmal kurz gucken, ob wir schnell den Rest einmal selber mulchen. Hier, was eben noch nicht gemulcht ist. Dafür wäre natürlich jetzt diese 24 Meter Walze praktisch gewesen. Aber man kann nicht alles haben. Immer echt Zeit, sonst schaffe ich nicht alles. Ja, wenn man gut ein Stück voran ist, kann ich mir auch bei euch vorstellen, die schon deutlich mehr Land haben, mehr Hektar. Hier ist wirklich noch relativ viel umgemulcht. Da kann man jetzt fast nur mit dem Helfer arbeiten, so wie es aussieht, oder? Täuscht das? Ich glaube, es täuscht nicht. Könnte ich ja noch mal den hier noch mal üben, oder? So. So. Genau. Enhanced Vehicle, oder wie war das noch? Das passt gut. Hält er gut die Spur, hält seinen Grat, hier Winkel und so weiter und so fort. Nee, ich auch nicht. Komisch, die Abgase, ne, mit denen, die so durchsichtig sind hier. Man praktisch durch die ganze Staubwolke durchgucken kann. Dann ist nichts, Rest muss man selber mulchen. Ist auch nicht ganz so schlimm. Okay. So, jetzt können wir gleich einmal wenden. Da haben wir schon. Aber die nächste Spur rein, müssen aber wieder Steuerung Ende drücken und schon greift er sich wieder die passende Spur und fährt zurück. Ist eben auch für Matchmap wichtig, um möglichst effektiv zu arbeiten und keine Zeit zu verschwenden, gerade wenn man mit nur 5 Meter Grubbern arbeitet, ne?
Staubexplosion. Müsste ein bisschen mehr nach hinten noch stauben, ne, wenn man sich das so anschaut. Ich meine, das ist doll staubt und so hier, okay, aber wollte sich noch so ein bisschen nach hinten irgendwie mehr entwickeln. Das ist schon eine gute Partikelanimation. Ich glaube, in die Richtung brauche ich es eigentlich nicht mehr. Ich könnte mal kurz gucken, so kann man eigentlich praktisch fahren, ob noch irgendwo nicht gemulcht wurde. Ja, hier vorne noch das kleine Stück, ansonsten ist es. 32 haben wir noch nicht gemulcht, okay. Guck mal, dann müssen wir das auch noch. Die 17 wurde auch noch nicht gemulcht. Okay. Und so, ne? Gut, Kalksteuer. Da bin ich mal gespannt, ob ich das gleich nochmal hinkriege. Weil es wäre auf dem Feld schon praktisch, ne, dass man ihm sagt, dass er selber auffüllen fahren soll. Er muss bestimmt dreimal oder dazwischen fahren bei so einer Feldgröße und dem schlechten Zustand vom Kalkstatus. ...76 ist nicht meins. Was ist denn da drauf? Das sah zuerst aus wie Trauben, aber es ist wahrscheinlich hier das Kohl. Eiskohl. Nicht meins. So, dann war's. Also ab zu 17. Der verbraucht da fast kein Sprit, ne? So, ab zu 17 und auf 17 gibt es ja vielleicht schon einen Walzen- oder Mulchenkurs, ne? Den am ersten Wegpunkt. Und übergeben, vielleicht nochmal aus- und anmachen, damit er auch auf jeden Fall schnallt, dass er die 17 dann auch mulchen soll am ersten Wegpunkt und passt. Gut, haben wir geschafft. Hier wird auch gearbeitet, ohne dass wir helfen müssen. Raps ist leer. Er hat alles weggefahren. Dann ist alles, was wir haben an Raps, wohl jetzt auch zur Werkstatt. Tschüss, tschüss. Schönen Sonntag noch. Vielen Dank fürs Einschalten. Ups. Na gut, was geschafft an Wegtransportieren hier. Tanken wir einmal, lassen ihn kurz stehen. Kommt es ja auch nicht drauf an jetzt. Ich weiß gar nicht, ob das danach gepflügt werden muss. Wenn wir jetzt ein anderes Feld, obwohl das machen wir sonst, wenn wir Sorg kommen, dann pflügen wir alles einmal. Dann hat man den gleichen Status, das ist vielleicht ein bisschen praktischer. So, also liebe Leute. Hier müssen wir jetzt einmal... Balken. Vorgewende 2, Bahn scharf, alles gut, macht
Ein paar schon. Los speichern. Kalken. 46 Kalken. 18 Meter. So, das ist das eine. Das ist ja nicht so schlimm, ne? So, das ist klar. Jetzt muss ich aber hier einstellen irgendwo, dass er auffüllen soll. Wo steht denn das noch? Anheben. Absenken. Das ist an sich richtig. Auch bei dem irgendwo gewesen. Bei Autolauf-Einstellung. Automatisches Auftanken. Achso, das ist das, wo er deswegen immer tankt und reparieren fährt, ne? Okay. So, bei Auto 3. Modus ändern. Linker Button. Ich muss erst den Endmodus ändern. Rotierende Beladung, das ist doch beladen, oder? Ne, nee, das ist ja nicht beim Rotieren, ne? Das machen wir für diese Wassergeschichte. Ja, also hier muss ich auf jeden Fall anderer sein. Das macht auf jeden Fall Sinn, das ist logisch. Abholen, ne? Soll zu Feld 46, soll irgendwo einkaufen, zum Beispiel... am Einkauf an der Raiffeisen oder am Bahnhof einkaufen Kalk. So, oder? Das hab ich. So. Und dann muss ich aber trotzdem noch irgendwie ihm sagen, dass er das nutzen soll oder nicht. Musste ich eben nicht irgendwo sagen, von wem du sollst hier Autodrive nutzen, um dich zu füllen? Wenn ich jetzt Kursplay anschalte? Und dann obere Reihe, linkes Symbol. Ja, den hier. Achso, das reicht dann schon. Dann übergibt auch Kursplay an Autodrive. Ich dachte, das geht immer nur so rum. Jetzt kann ich ihn aber hier einfach einschalten. Wenn er jetzt zum ersten Wegpunkt und dann leer ist, dann übergibt er sich an Autodrive. Mal gucken. Ich dachte, das geht aber nur, wenn ich mit Autodrive fahre. Okay, wenn er das dann so auch so rumschneidet. Okay. Das wäre ja gut. Das wird eine Menge Arbeit sparen, ne, wenn man mit dem nicht ständig fahren muss. Wäre auf jeden Fall praktisch. So, letzter Schluck. Kaffee, Prost. Hm. War schief gelaufen hier, glaube ich, in meinen Folgen. Die siebte Folge heute, glaube ich. Müsste stimmen. Muss das gleich nochmal zwischen den Folgen nochmal nachjurieren hier, ob das stimmt. Legt er sich nachher, ne? Sag, hier ist Weihnachten und es ist noch gar nicht Weihnachten. Ach, ist die siebte Folge. Angefangen, die erste Folge ist Montagnachmittag.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist die Donnerstagnahme, das Folge. Ist so. Danke, Kaffee, Prost. So. Also, wir werden das nachher mal, ne? Erstmal leer streuen. Wobei, dem schlechten Kalklevel wird er relativ schnell leer streuen können. Willst du denn hin? Wieder straight Richtung Graben, ne? Was? Das Not? So wie dem einen Häcksler-Video zu sehen, ne? Weil ich müsste den Anhänger jetzt noch hochkippen. Das wäre auch nur beim Anhäckseln und nicht während der Reihe, ne? Nur zum Üben. Gut, wir wollten die Big M noch losschicken, damit eigentlich die Grasfelder mal gemäht werden. Noch keine neuen Holzvollenderbäume gepflanzt, ne? Aber wo sie schön beim Sägewerk alle weggefällt haben. Hätte ich eigentlich hier rausfahren können. Macht mehr Sinn. Gut, fährt los, passt. Gut. Auch gut. Ist schon. Ist nicht so schlimm. Wir will zwischendurch auch reparieren, ne? Auf dem Weg zu 17 repariert er. Hochsiedel leer macht keinen Sinn, da ist nichts mehr. Also auf die Getreide und gutes. Ja, das dauert ein bisschen, bis wir den ersten Diesel da abholen können, also dass sich das lohnt, ne? Dann muss ja schon eine volle Anhängerladung Diesel sein. Die wir dann zum Fischer bringen und zu den Holzfällerstationen. Das dauert aber jetzt erstmal. Ich glaube, so langsam kann man auch fast bald wieder mit mal 2 spielen. Das war doch der Big M, den wollte ich. Hier 5, ich weiß gar nicht genau. Das noch. Ja, das sieht stimmig aus. Erster Wegpunkt. Gucken, was auch Schwatt macht, weil es soll ja. Ne, macht keinen Schwatt. Und ich habe nämlich umgestellt letztes Mal. Oder brauche ich eh noch Heu? Nö, oder? Schwattablage. In 16 Minuten soll das noch dauern, das Feld. Dann halt noch das Luzernefeld. Mehr haben wir aktuell nicht im eigenen Bestand.
der schon runter auf 35%, also auf 2 Bahnen ungefähr, dann fährt er schon los zum Auffüllen. Gut. Die beiden können wir jetzt endlich mal irgendwo, vielleicht spielen wir es einfach zum Kuhstall. Ich hier rüberwerfen kann. Ja, die werden ja auch so genommen. Okay, das reicht sogar hier. Ich dachte, ich muss noch darüber werfen, aber der Trigger ist groß genug. Gar kein Problem. Ich werde mal jetzt umrüsten auf Wasser und den mal ein bisschen Wasser verteilen lassen, überverteilen, ne, damit er mal aufgefüllt wird. Gut, aber in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss.